Herzlich willkommen beim Stempelpalast. Heute sind wir schon in Woche 4 unseres Technikbuchs und es geht, weil wir immer noch im Oktober sind, immer noch ums Embossen. In den letzten 3 Wochen haben wir die Grundlagen des Embossing gemacht. Wir haben die Embossing Resist Technik kennengelernt. Letzte Woche haben wir Embossing Bleaching gemacht. Und heute möchte ich euch zeigen, was man mit Embossingpulver noch machen kann. Wenn wir nochmal einen Blick in unseren Katalog werfen, dort haben wir Prägepulver in Klarlack, in Kupfer, in Gold, in Silber und in Weiß. Und Rot, Gelb, Blau, Grün, Lila haben wir leider nicht. Doch, haben wir nämlich doch. Und das möchte ich euch heute zeigen. Wir können nämlich all unsere Stempelfarben auch embossen. Dazu nehme ich einen Stempel. Dazu nehme ich Stempelfarbe, heute mal in Espresso. Und ich nehme meinen Klarlack. Und jetzt kann ich ganz einfach Stempelkissen. Oh, wir machen das vorher auf. Denn wir haben nicht viel Zeit. Das Versamark ist sehr viel gefälliger als Stempelfarbe. Denn unsere Stempelfarbe fungiert jetzt quasi auch als Träger. Und das müssen wir nutzen, solange es noch feucht ist. Na, geh auf. So. Das stellen wir uns mal eben schnell dahin. So, und jetzt müssen wir uns ein bisschen beeilen. Also. Oh, da geht noch was. So, dann stempeln wir das Blatt ab. Und wie gesagt, jetzt ist ein bisschen Beeilen angesagt, damit wir das Pulver hier drüber kriegen. Damit der Stempel nicht vorher trocknet. So, das lassen wir jetzt auch wieder ein paar Sekunden einwirken und können es dann wieder zurückschütten. Und wie ihr... Oh, das wackelt. Entschuldigung, seid ihr schon besoffen? Nee, ne? wie ihr seht, ist es jetzt sehr matt geworden. Das heißt, es hat gut funktioniert mit unserem Klarpulver. Mal schnell einen Deckel drauf. Und ich mache auch noch schnell das Stempelkissen wieder zu. So, ihr kennt das schon, jetzt wird es ein bisschen lauter. Jetzt kommt nämlich mein Embossing-Föhn zum Einsatz. Hier könnt ihr schon schön sehen, da wo es glatt ist, jetzt so glänzt es, schaut mal. Wenn es glänzt, ist es fertig, alles andere ist noch matt, das muss noch. Sehr schön geworden. Könnt ihr jetzt sehen, haben wir im Endeffekt in unserer Stempelfarbe embossed. Das ist auch ein ganz, ganz toller Effekt. Kann man sich auch wunderbar zunutze machen. Wenn ihr euch mal erinnert, wir hatten
hier in der letzten Woche auch mit Klarlack gearbeitet, der ja ein bisschen anders aussieht, weil er nur gefärbt ist durch die Karte, im Gegensatz zu diesem, der gefärbt ist durch die Stempelfarbe. Aber es ist dasselbe Pulver, das Klarpulver, klare Prägepulver. Ja, genau. So, und dann zeige ich euch natürlich auch mein Projekt, was ich damit gestaltet habe. Schwupp, eine Herbstkarte. Obendrauf wieder mit dem embossten Blatt. Kann man sehr schön sehen. Und hier sieht man, finde ich, auch sehr gut den Unterschied. Hier ist das dieselbe Farbe einfach nur gestempelt. Und dies ist embossed. Also der Glanz, der kommt tatsächlich rüber durchs Embossen. Ist eine sehr schöne Technik. Und damit ist unsere vierte Karte fertig. Und unser erstes Blatt in unserem Technikbuch gefüllt. Ich werde es jetzt mal gestalten und zeige euch natürlich gleich noch das Ergebnis und wünsche euch erstmal viel Spaß beim Nachbasteln und bis gleich. Ja, herzlich willkommen zurück. Ich habe unsere erste Seite vom Technikbuch fertig. Ich habe sie noch nicht in die Folie getan, damit das Licht euch nicht so blendet, denn ich muss ja hier auch immer so ein, seht ihr das, ganz viel Licht haben. So, ich habe es jetzt mit der Hand geschrieben. Ich habe lange überlegt, ob ich jetzt hier mit Scrapbooking auch noch anfangen soll, aber da ich Scrapbooking einfach noch nicht gemacht habe und ich auch nicht wüsste auf die Schnelle, wie es funktioniert, habe ich mich jetzt einfach entschlossen, das mit unseren Markern zu beschriften. Habe jetzt dazu geschrieben, dass wir im Oktober 2017 sind und habe halt unter die einzelnen Karten die einzelnen Daten geschrieben, wann ich das veröffentlicht habe, sodass man also den Beitrag und das Video jederzeit wiederfinden kann. Und sich das halt dementsprechend nochmal ansehen kann, selbst wenn jemand in ein oder zwei Jahren dieses Technikbuch anguckt, kann er auf jeden Fall die Einträge dazu wiederfinden. Ja, das Ganze kommt dann in unser schwarzes Buch hinein. Unsere erste Seite ist vollständig. Bin ein bisschen stolz, muss ich sagen. Ich hoffe, es macht euch Freude, euch das so anzuschauen. Und ja, nun heißt es, neue Themen finden für November. Ich muss mal schauen, ob es wieder ein Thema gibt, was über mehrere Folgen gehen kann. Oder wir machen im November einfach erstmal vier einzelne Themen. Ihr habt ja freundlicherweise ein bisschen kommentiert unter dem Technikbuch, an dem ich teilgenommen habe. Und habt mir dort ein paar Hinweise dargelassen, welche Techniken euch interessieren. So dass ich einfach diese Techniken vielleicht dann im November mal angehe und anfange. Das mit dem Embossing war mir einfach eine Herzensangelegenheit, weil ich, als ich bei Stamping Up angefangen habe, auch ganz heiß auf Embossing war. Also es hat mich eigentlich gekriegt, ne? Und ich fand das total toll, wenn das so umswitcht, dass das einfach so glänzend wird. Und das hat mich total fasziniert und ich hätte am liebsten den ganzen Tag nur embossed. Und ja, so habe ich eine Liebe zu Stamping Up durchs Embossing. Und deswegen war es mir auch eine Herzensangelegenheit, hier einfach in dem Technikbuch damit anzufangen. Ich hoffe, die vier Folgen haben euch gefallen. Wenn ihr Fragen zum Embossing habt, sehr gerne in die Kommentare per E-Mail, per WhatsApp, am Telefon, in Facebook oder sonst wo. Schreibt mich einfach an, meldet euch bei mir. Und ja, ich wünsche euch noch einen schönen Sonntag und dann bis zum nächsten Mal mit einem neuen Thema. Tschüss!